Player Unknowns Battlegrounds, Survival of the Fittest. Wer sich hier nicht mit dem Schlachtfeld und deren Eigenheiten auskennt, wird nicht weit kommen und schnell zwischen den blutrünstigen Mitspielern untergehen. In meinem ersten Video habe ich euch schon ein paar Einsteigertipps gegeben und bin nun zurück mit weiteren Tipps und Tricks, um eure Überlebenschancen zu erhöhen. Ich bin Spoonpie und das sind meine Ratschläge an euch. Fangen wir mal mit dem meiner Meinung nach wichtigsten Tipp an. Ich sehe viele Leute, die den Fehler begehen, zu viele Bandagen mitzunehmen. Behaltet bitte maximal 20, wenn nicht sogar nur 15 bei euch. Mehr werdet ihr auch nicht brauchen, es sei denn, ihr habt keine First Aid Kits oder Boosts dabei. Die spart euch vor allem wichtigen Platz, den ihr nun anderweitig wie für beispielsweise mehr Munition verwenden könnt. Wichtig ist auch zu wissen, welche der Items aktuell Inventarplatz geben. Auch wenn man derzeit auf der Jacke, Brille, Hose und so weiter lesen kann, dass diese eigentlich Inventarplatz geben sollten, funktioniert das Ganze derzeit leider noch nicht. Die einzigen Items, die für mehr Platz funktionieren, sind Rucksäcke, Westen und die extra Seitentasche. Entscheidend im Kampf kann auch dein Waffenmanagement sein. Ich bevorzuge es daher immer nur ein Gewehr mit Holo oder Red Dot Visier zu tragen. Sollte es zu einer Fernkampfsituation kommen, trage ich, wenn vorhanden, eine Sniper mit mir oder wechsle schnell das Visier meines Gewehrs auf ein 4er oder 8er. Zwei Gewehre mit jeweilig unterschiedlichen Scopes mitzunehmen ist natürlich machbar, jedoch bietet diese Taktik keine Möglichkeit, eine Zweitwaffe wie eine Shotgun für Nahkampf oder eine Sniper für Fernkampf dabei zu haben. Man muss beachten, eine Shotgun oder Sniper sind für ihre entsprechenden Distanzen besser ausgelegt als Gewehre und wer mit diesen Waffen umgehen kann, sollte diese auch bevorzugen. Und sind wir nun schon bei den Scopes, sprechen wir mal das Zeroing an. Battlegrounds ermöglicht es, den Spieler sein Visier auf bestimmte Distanzen zu nullen. Das heißt, wenn man beispielsweise die Distanz zum Gegner über die Map ermittelt und das Zeroing entsprechend einstellt, muss man aus der Ferne nicht höher, sondern kann direkt auf den Gegner zielen. Mit der Taste Bild auf bzw. Bild ab ist das Ganze möglich, jedoch benutze ich persönlich das Feature eher weniger, da ich mich schon daran gewöhnt habe, einfach etwas höher zu zielen, um Gegner auf weitere Distanzen zu treffen und ich für eine Nahkampfsituation immer bereit sein möchte. Nachdem der Gegner dann getötet ist und man sich dazu entscheidet, diesen zu looten, empfehle ich euch währenddessen immer mal wieder ducken zu drücken und auch etwas in Bewegung zu bleiben. Sollte nämlich ein Gegner weiter weg ein Auge auf euch geworfen haben, bekommt dieser somit keinen ruhigen Schuss auf euch. Ihr seid damit unberechenbar und könnt bei Beschuss auch schnell reagieren. Vor allem am Anfang haben diejenigen, die am schnellsten looten können, meistens den größeren Vorteil. Und hier habe ich jetzt einen kleinen, aber feinen Tipp für euch, mit dem ihr je nach Waffe manchmal sogar viel Zeit beim Looten einsparen könnt. Und dieser lautet: erst die Tür öffnen, dann nachladen. Andersherum müsst ihr warten, bis euer Spieler nachgeladen hat, bevor ihr die Tür überhaupt öffnen könnt. Also merken, erst die Tür öffnen, dann nachladen, um euch Zeit zu sparen. Und da wir gerade beim Thema Zeiteinsparung sind, um euch schneller zu heilen und dafür nicht ins Inventar gehen zu müssen, bindet euch die Tasten für die Medizin. Ich habe beispielsweise das große Medkit auf Caps, First Aid Kit und Bandagen auf meinen zwei Seitentasten der Maus und die Boosts auf der mittleren Maustaste. Ein Hinweis zu den Boosts, der Hotkey verwendet immer zuerst die Painkiller. Deshalb vorher schauen, welcher Boost gerade für euch besser ist. Hier noch drei kurze Tipps. Seid ihr auch manchmal zu weit von eurem Zielort entfernt, nachdem sich euer Fallschirm geöffnet hat? Dann drückt einfach W in kurzen Zeitabständen und ihr kommt dadurch noch etwas weiter. Zieht die Schuhe bei Regenrunden aus. Auch wenn man bei Regenrunden allgemein schon weniger hört, macht euch das meiner Meinung nach außerhalb von Häusern nicht mehr hörbar. Die Schritte ohne Schuhe klingen einfach dumpfer und vermischen sich somit besser mit dem Regen. Und zuletzt, Granaten lassen sich wie beispielsweise in CSGO auch auf kurze Distanz werfen. Wenn ihr während des Granatenwurfs Rechtsklick drückt, könnt ihr zwischen den zwei Wurfmodi wechseln. Ich empfehle, das Ganze einfach mal in der Lobby auszuprobieren, um die Mechanik dann auch zu verstehen. Als letztes noch ein Hinweis auf die drei unterschiedlichen Typen der UAZs. Es gibt einen ohne Dach, den sollte man wenn möglichst vermeiden. Der mit Plandach bietet dir schon Schutz vor Sicht und mit dem Metalldach hast du dann auch Schutz vor Beschuss. Nun kann hoffentlich nicht mehr viel schief gehen, jetzt heißt es nur noch viel trainieren und ausprobieren. Vielleicht findet der ein oder andere dann auch so einen Trick. Wollt ihr weitere Tipps und Tricks? Dann schaut auf meinen Twitch-Kanal vorbei oder fragt in den Kommentaren. Ansonsten bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me.